und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie ihr sehen könnt, das Wetter ist wunderbar, es ist recht klar. Und ich habe mir gedacht, es wird eigentlich mal Zeit, dass ich euch mal einen Film dazu zeige, wie man schön die Sterne fotografieren kann. Zuerst einmal ein paar grundlegende Sachen. Wie viele Sterne man auf dem Foto letztlich sehen kann, beziehungsweise wie gut die Aufnahmequalität wird, hängt natürlich von der Größe des Bildsensors ab. Verwendet ihr eine Kamera mit kleinem Sensor, müsstet ihr viel länger belichten, was aber dazu führt, dass das Bildrauschen stärker wird. Ich selber fotografiere mit der Pentax K1 Mark II, eine Vollformatkamera, und die erlaubt es mir eigentlich schon so mit ISO 1600 sehr annehmbare Fotos zu machen. Ich werde euch aber heute zeigen, wie man auch mit einer kleineren Kamera mehrere Fotos erstellt und wie man diese Fotoserie dann später stackt. Stackt heißt, man legt diese Bilder übereinander und man kann dadurch das Bildrauschen verringern bzw. auf diese Art und Weise mehr Details aus den Bildern herauskitzeln. Ich habe halt im Moment keine andere Kamera außer die Vollformat und halt die zum Filmen, aber die Prozedur ist ja trotzdem die gleiche. Die heutigen Smartphones bieten die bieten das auch teilweise an. Also es gibt ja diesen Nachtmodus zum Beispiel. Und im Endeffekt ist das genau das Gleiche. In dem Moment, wo ihr den Auslöser drückt, wenn es dunkel ist, ihr drückt den Auslöser, dann steht da meistens, was weiß ich, 5 Sekunden warten, Auslöser gedrückt halten. Und in diesen 5 Sekunden macht die Kamera automatisch mehrere Bilder und verrechnet die intern zu einem Gesamtbild. Und deswegen ist es dann so, ja, so scharf und so detailreich. Und das gleiche Prinzip zeige ich euch heute mal, wie das funktionieren würde mit einer Kompaktkamera. Wie gesagt, das ist halt keine Kompaktkamera, aber vom Prinzip her wird das genau die gleiche Arbeitsweise sein. Als Objektiv habe ich das Pentax 24-70mm f2,8. Das ist das Kit-Objektiv, was halt dabei ist. Natürlich könnte man auch hochwertigere Objektive verwenden, aber ich wollte das Ganze ja so simpel wie möglich gestalten, da halt jeder die Möglichkeit haben soll, die Fotos selber nachmachen zu können. Und ja, ich finde, das ist eigentlich eine gelungene Einsteigerkombi im Vollformatbereich, sage ich mal. Teuer geht immer und muss aber nicht unbedingt sein in dem Fall. So, das nächste, was wichtig ist, ist das Stativ. Also ich verwende entweder ein Carbon-Stativ oder ein Berlebach-Holzstativ. Heute habe ich halt das Carbon dabei. Und die sind halt sehr schwingungsarm. Carbon hat halt den Vorteil, dass es leichter ist als wie Holz. Holz wäre noch schwingungsärmer, also schwingungsunempfindlicher. Und das soll einfach bedeuten, dass wenn ihr den Auslöser drückt, bei einem billigen Alu-Stativ wackelt die Kamera ganz minimal nach. Also es ist wirklich nur ein Hauch, was die sich bewegt. Aber diese Bewegung führt dazu, dass die Sterne unscharf werden. Und das sieht am Ende einfach unschön aus. Also entweder ist die komplette Natur verwackelt und auch die Sterne, oder die Sterne haben minimale Strichspuren. Und um das zu vermeiden, verwendet man halt Carbon oder Holz. Zusätzlich gehe ich noch hin und habe einen Kabelfernauslöser. Das heißt, die Kamera wird auf dem Stativ montiert. Hier ist dann über Kabel ein Fernauslöser angeschlossen. Und wenn ich den drücke, löst die Kamera aus. Und das war es eigentlich, was man schon zum Fotografieren benötigt. Also Kamera, Objektiv, Stativ und halt ein Fernauslöser oder Funkauslöser, Bluetooth-Auslöser. Mittlerweile gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, um die Kamera auszulösen oder auch per Handy. Und ansonsten braucht ihr nicht mehr viel. Ich habe halt meistens noch eine Taschenlampe dabei. Das ist jetzt eine LED-Lense. Wichtig dabei ist, dass die über rotes Licht verfügt. Ganz einfach deshalb, umso dunkler es wird, umso eher gewöhnen sich eure Augen an diese Dunkelheit und ihr könnt auch im Dunkeln schemenhaft Objekte wahrnehmen. Wenn ihr aber jetzt eine Taschenlampe anmacht mit weißem Licht, dann verliert ihr diese Dunkeladaptivität oder irgendwie so heißt es. Also auf jeden Fall dauert es dann eine ganze Zeit lang, bis dass sich eure Augen wieder an das dunkle Licht gewöhnt haben. Nehmt ihr allerdings eine Taschenlampe mit rotem Licht, bleibt diese Adaptivität erhalten und ihr könnt danach dann ganz normal weiterschauen. So. Wie ihr sehen könnt, die Aussicht hier ist jetzt nicht so spektakulär, wobei ich dazu sagen muss, ich habe hier schon coole Fotos gemacht von Orion oder von Andromeda oder auch die Pan-STARRS-Kometen, die hier vorbeigeflogen sind. Die habe ich damit fotografieren können. Aber ich werde gleich zum Chiemsee fahren, denke ich mal,
und mir da eine schöne Location suchen, weil ich möchte halt so ein bisschen Landschaft mit reinbringen, dass halt nicht nur der Sternenhimmel zu sehen ist, sondern eben auch ein bisschen Landschaft dabei. Das Ganze soll halt so realistisch wie möglich sein, dass ihr danach wirklich auch in der Lage seid, ähnliche Fotos genauso nachmachen zu können. Die Pentax K1 Mark II hat die Möglichkeit, durch diesen eingebauten Astro Tracer die Kamera nachzuführen. Nachführen bedeutet, der Sternenhimmel, der dreht sich ja. Und wenn ihr jetzt längere Zeit belichtet, dann bilden die Sterne auf dem Foto Strichspuren. Um das zu verhindern, verwendet man eine Nachführung. Das heißt, so wie sich der Himmel dreht, so dreht sich die Kamera dann dementsprechend mit. Und hier bei der Pentax K1 Mark II ist es so, der Sensor in der Kamera, der ist beweglich gelagert. Und diese Astro-Tracer-Funktion erlaubt es mir, bei 24 mm zum Beispiel ungefähr 300 Sekunden nachführen zu können. Ich kann also in einem Rutsch 300 Sekunden belichten. Ohne Astro-Tracer, also einfach so fotografieren, und zwar so lange, dass die Sterne noch punktförmig bleiben, würde ungefähr so bei 20 Sekunden enden. Das heißt, 20 Sekunden gegenüber 300 Sekunden. Ich werde auch mal Vergleichsbilder machen, so mit 100 Sekunden und 10 Sekunden oder 100 Sekunden und 20 Sekunden, dass ihr mal den Vergleich sieht, was diese Nachführung bringt. Ja, und anschließend werden wir dann halt die Bilder in Photoshop entwickeln. In Fitzwerk werden wir die stacken. Ich muss mal schauen, vielleicht machen wir das auch im Deep Sky Stacker. Ich persönlich favorisiere Fitzwerk, weil es einfach schneller ist. Aber wir könnten die Serie einfach mal in Deep Sky Stacker durchrutschen lassen, um zu schauen, wie die Ergebnisse sich da unterscheiden. Und das Ganze vergleichen wir dann mal mit einer Einzelbildaufnahme, damit ihr seht, was hat sich am Rauschen verändert, was ist eventuell an Details dazu gekommen. Und ja, ich denke, wenn ihr das Video gesehen habt und alles soweit auch verstanden habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lage, richtig coole Fotos zu machen. Auch wenn ihr eine Kamera mit kleinem Sensor verwendet. Ich habe damals angefangen mit einer Fuji oder Canon, weiß ich gar nicht mehr, mit einem Mikrosensor, also wirklich so Mini-Kompakt-Kamerasensor mit, keine Ahnung, was damals modern war, so, keine Ahnung, 50-fach Zoom oder irgendwie sowas. Also wirklich das Geringste, was geht. Der Sensor war vergleichsweise ungefähr so groß wie der von Kompaktkameras, von Smartphones. Später habe ich dann mit einer Panasonic FZ150 fotografiert, also erst Panasonic FZ50, FZ150, dann Micro Four Thirds und mittlerweile ja APS-C natürlich. Ich habe die Pentax K5 gehabt und damit fotografiert. Also die Technik, die ich euch heute zeige, die funktioniert im Endeffekt mit allen Kameras. Natürlich könnt ihr jetzt nicht erwarten, dass ihr mit einem Handy hingeht und diese Bearbeitungsweise nachmacht und am Ende das gleiche Ergebnis bekommt wie mit einer Vollformatkamera. Das geht natürlich nicht. Es geht sich einfach nur darum, das Maximum aus der Möglichkeit eurer zur Verfügung stehenden Kamera herauszuholen. Und darum soll das heutige Video gehen. In diesem Sinne, viel Spaß dabei. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die Fotos an, die ich aufgenommen habe. Und zwar, ich ziehe mal kurz den Ordner hier rüber. Das sind die Fotos, die ich erstellt habe an dem Aufnahmeabend. Das war kurz nach der blauen Stunde. Dann habe ich hier ein paar schöne Aufnahmen gemacht mit so einer kleinen Kapelle und hier mit der Milchstraße. Wir schauen uns das Ganze jetzt natürlich auch mal ein bisschen größer an. Ich würde sagen, wir entwickeln einfach mal die Fotos von der Milchstraße. Ihr könnt hier sehen, Moment, ich schaue mal kurz Photoshop rüber. Dann ist das, glaube ich, etwas einfacher. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Bild anschaue von der Milchstraße, dann seht ihr immer hier oben die Aufnahmedaten. Also das ist bei ISO 1600 aufgenommen worden. Das Objektiv war das 24-70 mm Pentax-Objektiv und aufgenommen wurde bei 24 mm bei Offenblende F2,8 und die Belichtungszeit waren 15 Sekunden. Jetzt habt ihr ja gerade schon gesehen, dass hier auch Bilder dabei sind, die wesentlich heller sind. Das liegt einfach daran, entweder habe ich die ISO verstellt gehabt oder habe einfach länger belichtet. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mit 167 Sekunden belichtet und ihr seht, es sind ganz minimale Strichspuren zu erkennen, trotz dieser extrem langen Belichtungszeit. Und das liegt daran, dass da der Astro Tracer eingesetzt worden ist, beziehungsweise ich glaube, ich habe Aufnahmen gemacht
mit Astrotracer und auch mal ohne, um eben den Unterschied zu zeigen. Ich glaube, das war jetzt die Aufnahme, die wir gerade gesehen haben, ohne Astrotracer. Genau, und das wäre die bei 74 Sekunden mit Astrotracer. Also Astrotracer ist diese eingebaute Nachführfunktion in der Kamera der Pentax K1 Mark II, die halt dafür sorgt, dass die Sterne auch punktförmig bleiben und eben keine Striche bilden. Das heißt, der Sensor, der ist beweglich gelagert und der wird dann halt dementsprechend mitgedreht, so wie sich der Sternenhimmel dreht. Und dann bekommt man da recht punktförmige Sterne. Ihr seht kleine Ausbrüche an den Sternen. Das liegt aber einfach an der Aufnahme, an der Aufnahmequalität des Objektivs, zumal auch bei Offenblende fotografiert worden ist. Aber die Nachführung ermöglicht es mir eben, mit der ISO höher zu gehen und auch länger zu belichten, weshalb ich dann natürlich auch hätte abblenden können auf F4 oder sogar F5,6, was dann zu einer besseren Aufnahmequalität geführt hätte. Aber heute soll es ja einfach mal darum gehen, die Bilder zu entwickeln. Ich würde sagen, wir nehmen uns einfach mal hier diese Aufnahmen der Milchstraße. Das sind insgesamt 12 Stück. Sehr schön. Wir wollen diese Fotos ja später dann in Fitzwerk stacken und wir könnten da auch diese RAW-Dateien reinschmeißen. Das Problem ist aber, wir würden dann das Potenzial der Kamera verschenken, weil wenn wir jetzt diese RAWs so stacken, wie sie da sind, dann nimmt Fitzwerk auch wirklich die Grundeinstellungen der Kamera, stackt die Bilder und am Ende können wir das dann als TIFF speichern. Das TIFF könnten wir dann natürlich auch immer noch bearbeiten und entwickeln, aber sinnvoller ist es natürlich hinzugehen und zu sagen, ich entwickle mir zuerst das Bild und beziehungsweise entwickle alle Bilder und am Ende stacke ich das Ganze. Und ich werde jetzt hingehen und mal das erste Bild dieser Reihe so entwickeln, wie es mir gefällt, dass es halt schön ausschaut. Wir können da gerne noch ein bisschen heller gehen. Man sieht hier die deutliche Vignettierung. Wie gesagt, das ist halt dem geschuldet, dass ich bei Offenblende fotografiert habe, wo halt die Leistung des Objektivs bei weitem nicht das erreicht, was es erreichen könnte, wenn man ein wenig abblenden würde. So, den Dynamikumfang ein bisschen hoch, die Sättigung etwas hoch. Beim Detail können wir schon etwas Rauschreduzierung machen. Das heißt, wir nehmen das Rauschen hier an dieser Stelle schon etwas raus. Gut, das war jetzt bei ISO 1600. Das macht bei einer Vollformatkamera jetzt nicht wirklich viel aus. Aber wir wollen natürlich hier kein Potenzial verschenken. So, die chromatische Aberration entfernen wir. Die Vignette, also die Vignettierung, die nehmen wir etwas raus. Also negativ würde bedeuten, die Vignettierung wird stärker. Wir wollen sie natürlich etwas rausnehmen. So ungefähr würde ich sagen. Und ich denke, so sieht das ganze Bild auch schon sehr interessant aus. Tiefen noch etwas aufhellen, damit noch etwas mehr Details hier auch bei dem Wald rauskommt. Hier bin ich leider schon am Anschlag. Ich könnte jetzt hier den Schwarzwert noch etwas anheben. Aber ich will es natürlich auch nicht zu hell machen. Es soll ja schon noch natürlich aussehen. Aber so gefällt mir das schon ganz gut. Jetzt haben wir ja das erste Bild entwickelt und damit die restlichen Bilder genau die gleichen Einstellungen bekommen, markiere ich halt das erste Bild, was wir gerade bearbeitet haben, halte die Shift-Taste gedrückt und wähle auch das letzte Bild dieser ganzen Reihe aus. Dadurch werden halt alle Bilder ausgewählt und jetzt kann ich auf, hier drückt man einfach die rechte Maustaste und dann kann man auf Einstellungen synchronisieren gehen. Dann geht ein zusätzliches Fenster auf, wo dann halt nochmal alles abgefragt wird, was man geändert hat. Und wir bestätigen das natürlich, indem wir auf OK drücken und schon sind alle Bilder gleich entwickelt. Wir öffnen die jetzt einfach mal in Photoshop, damit wir sie dann von dort aus in einem
Extra-Ordner speichern können. So, nachdem jetzt die ganzen Bilder alle hier geöffnet worden sind, gehe ich einfach auf Datei speichern unter. In dem Ordner, wo ich wo ich die Originalfotos habe, habe ich mir schon einen Ordner erstellt, der einfach Test heißt. Entschuldigung. Und in diesem Testordner lege ich die Bilder als JPEG ab unter dem gleichen Namen, wie sie auch von der Kamera benannt wurden. Nehmen wir natürlich die volle Aufnahmequalität, weil wir auch hier nichts verschenken wollen. Und anschließend schließe ich das Bild einfach. Und das Gleiche mache ich jetzt mit allen Bildern, damit alle Bilder in diesem Ordner drin liegen, weil wir dann gleich von dort aus die Bilder stacken werden. So, nachdem unsere ganzen Bilder abgespeichert worden sind, schließen wir hier erstmal Photoshop wieder. Das brauchen wir an der Stelle nicht mehr. Und öffnen stattdessen Fitzwerk. Dort gehen wir auf die Stapelbearbeitung. Man kann auch hier einfach F5 drücken. Als Anfangsdatei wählen wir das erste Bild aus der Serie aus, die wir gerade bearbeitet haben. Moment, ich muss mal kurz auf den Desktop gehen. So, hier wählen wir jetzt das erste Bild der Serie aus. Das war die 3246. Genau, das ist nach Namen sortiert. Das passt alles. Das war das erste Bild. Und als Zieldatei legen wir uns in dem Testordner noch einmal einen neuen Ordner an, den wir einfach fertig nennen. Und darin legen wir dann die Zieldatei. Alle Dateien im Ordner kann man anklicken, aber bei 12 Bildern, die wir jetzt, glaube ich, genommen hatten, werden sowieso alle Bilder genommen werden. Über diesen Pfeil hier geht man dann weiter zum nächsten Schritt. Hier kann man dann die Funktion auswählen, also wie die Bilder verrechnet werden sollen. Wir nehmen jetzt hier zur Zieldatei addieren. Und jetzt können wir erstmal festlegen, wie viele Markierungen wir erstellen wollen, also 0 Markierungen bzw. 1, 2 oder mehrere. Wir nehmen hier mehrere, das heißt, wir können dann gleich mehrere Punkte auf den Bildern markieren, die halt miteinander verglichen werden sollen, damit Fitzwerk weiß, wie die Bilder zueinander ausgerichtet werden müssen. Als erstes gibt es hier die Funktion Add, also das ist die Funktion, sagt aus, wie genau die Verrechnungsmethode stattfindet. Bei Add wird halt addiert. Minimum würden halt einzelne Lichtpunkte, die nur in wenigen Aufnahmen vorkommen, herausgerechnet werden. Bei Max wird jede kleinste Lichtquelle, die auf irgendeinem der Fotos zu sehen ist, dazu addiert. Median ist halt eine Verrechnungsmethode, um ein harmonisches Gleichgewicht herauszuermitteln, genauso wie Sigma auch. Und Mitte, also die drei Methoden, die sind sehr ähnlich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Add an, gehen dann hier unten auf Start. Jetzt wird das erste Bild der Serie geöffnet. Und jetzt ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns hier Sterne heraussuchen, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf den nächsten Fotos finden werden. Es bringt also jetzt nichts, hier sowas zum Beispiel zu markieren. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier ist ein kleiner, ich glaube, Iridium-Flare ist das, weil das hier dürfte ein Flugzeug sein. Und Iridium-Flare ist ein Satellit, der halt kurz das Sonnenlicht reflektiert hat und deswegen diesen Schein hinterlassen hat. Aber das Objekt wird hier wahrscheinlich nur auf diesem einen Foto zu sehen sein. Und die Flugzeugspur, die ist beim nächsten Foto natürlich weitergewandert, entweder nach hier oben oder aber nach unten. Wir brauchen also fixe Sterne. Ich würde sagen, wir nehmen mal den da unten. Hier oben, die sind auch sehr gut zu erkennen. Dann nehmen wir einen von diesen dreien. Vielleicht noch die beiden hier. Und den Nebel oder diese Galaxie, was da zu sehen ist, die nehmen wir noch dazu. Und vielleicht hier diesen hellen Stern. Jetzt haben wir drei, sechs Markierungen erstellt. Wir könnten hier oben noch eine machen. Beziehungsweise machen wir lieber hier noch eine, weil jetzt haben wir auf der rechten Seite welche, auf der linken Seite welche, in der Mitte welche und oben einen. Das reicht allemal aus, um Fitzwerk ermitteln zu lassen, wie das nächste Bild, was jetzt auftaucht, gedreht werden muss. Und jetzt müssen wir kurz schauen.
Und wir sehen, das ist 32,46 gewesen, das ist 32,47 und aus irgendeinem Grund passen die Markierungen jetzt hier überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen das kurz korrigieren. Wir gehen also hier nach rechts rüber, da müssen wir nach rechts rüber. Dann schauen wir mal oben die Markierung. Da sehen wir, das waren diese drei Sterne und wir hatten den untersten davon markiert, also diesen dort. Dann die beiden Markierungen hier. Also es ist sehr ungewöhnlich, dass Fitzwerk jetzt so extrem daneben liegt. Also dass man mal eine Abweichung hat von vielleicht ein oder zwei Markierungen, das kann schon mal vorkommen. Aber dass das jetzt so gravierend da abgelegen ist, das wundert mich schon sehr. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier hatten wir diesen markiert, das ist der dort. Und den einen dort, das wird wahrscheinlich der da sein. Also sicher bin ich mir jetzt bei diesen drei Markierungen, wie auch bei den drei Markierungen. Hier bei dem einen Stern ist es etwas schwierig zu erkennen. Aber wenn 6 von 7 passen, dann reicht das schon aus. Dann gehen wir mal auf Weiter. Und hoffen dann, dass das nächste Bild von den Markierungen her besser passt. Ja, wunderbar. Ihr habt es gesehen, alle Kästchen sind ganz minimal nach rechts gesprungen, eben weil der Sternenhimmel sich entsprechend gedreht hat. Aber hier passen jetzt alle Markierungen, also gehen wir einfach direkt auf OK und weiter. Und ihr seht dann hier rechts immer, wie das Ergebnis minimal verrechnet wird. Ah, und jetzt erkenne ich auch das Problem, und zwar, ja, ich zeige euch das gleich. Wir können das hier jetzt erstmal durchlaufen lassen, weil die Markierungen, die passen jetzt wunderbar. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Stück hintereinander gehabt, die direkt gepasst haben. Das heißt, wir machen jetzt hier ein Häkchen bei keine Kontrolle mehr. Soll ich mich wieder melden, wenn es Probleme bei der Positionsbestimmung gibt? Ja, natürlich. Wenn es wieder starke Abweichungen gibt, auf jeden Fall wieder melden. Streng prüfen ebenfalls. Und jetzt brauchen wir eigentlich gar nichts mehr machen und einfach nur abwarten, bis dass die restlichen Bilder verwertet worden sind. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. 12 Bilder oder 12 Fotos dauern jetzt nicht extrem lange. Das geht eigentlich recht schnell. Ihr seht auch hier oben jetzt steht hier 10 Bilder bearbeitet. Das heißt, wir sind schon fast fertig. So, das waren alle 12 Bilder. Und jetzt hier seht ihr an dieser Kante, dass eine von diesen Aufnahmen, die wir zuvor ausgewählt hatten, nicht zu dieser Reihe gehörte. Das hätten wir eigentlich überprüfen können. Bei Photoshop ist mir da aber tatsächlich nicht aufgefallen, sonst hätte ich es gleich rausgenommen. Aber man sieht ganz klar, die letzten Bilder, das war eine andere Aufnahmeserie, beziehungsweise die Kamera habe ich dann, ich habe wahrscheinlich ein Testfoto gemacht mit bestimmten Aufnahmedaten, habe die Kamera dann minimal gedreht wegen dem Horizont oder irgendwas. Und ja, deswegen ist das eine Bild mit jetzt verrechnet worden. Ist es mir nicht aufgefallen, aber das können wir dann später in Photoshop korrigieren. Auf jeden Fall ist der Sternenhimmel jetzt so fertig. Wir gehen auf OK, Datei, Speichern unter und legen uns das jetzt nicht als FITS-Datei da rein, sondern als TIFF-Datei. TIFF-Datei hat eine bessere Qualität als wie JPEG, ist etwas. Also JPEG ist ja komprimiert und TIFF ist halt nahezu unkomprimiert. Das heißt, wir speichern das jetzt erstmal so. Dann gehen wir wieder in Photoshop rein und werden dann das Bild, was wir jetzt gerade hier abgespeichert haben, noch einmal überarbeiten. Vorher gehen wir aber noch hin und schauen mal kurz in diese Testreihe rein. Das erste Bild müsste es, glaube ich, gewesen sein, was halt nicht zu der Reihe passte. Und seht ihr diesen Sprung vom ersten zum zweiten Foto. Und danach die Fotos, die sind dann alle vom gleichen Standard aufgenommen worden. Das heißt, wir hauen das Bild jetzt mal raus, damit wir dann gleich, wenn wir die nächsten Aufnahme, Reihen machen, nicht wieder die gleichen Probleme haben. Wir öffnen jetzt das fertig entwickelte Bild aus Fitzwerk. Das machen wir mal zu, dann können wir es etwas größer machen. So,
Ich würde sagen, zuerst einmal schneiden wir hier diesen Teil ab. Wir brauchen also bloß minimal zu drehen. Wir können dann vielleicht noch etwas kleiner machen. So, damit dürfte der falsch belichtete Teil rausgeschnitten worden sein. Und jetzt seht ihr ja, dass wir zwar wirklich schöne Sterne haben. Hier sind zwar noch kleine Spuren drin, die kann man später rausretuschieren, aber die Milchstraße, die ist sehr schön zu erkennen. Nur der Vordergrund, der ist jetzt natürlich immer noch komplett verwaschen. Das können wir wie folgt lösen. Dateien, Skripten und Dateien in Stapel laden. Nicht Stapelverarbeitung, sondern Dateien in Stapel laden natürlich. Dann wählen wir uns hier jetzt die Fotos aus, die wir entwickelt und abgespeichert hatten, also die wir vorhin im Photoshop bearbeitet haben. Das waren jetzt insgesamt 12 Stück. Eins haben wir gelöscht. Das heißt, es sind diese 11 Fotos. Die laden wir jetzt in den Stapel und erstellen direkt daraus ein Smart-Objekt. Ich erkläre euch gleich warum. Das geht eigentlich recht schnell. Jetzt werden alle 12 Bilder direkt übereinander gelegt und dadurch, dass wir ja vom Stativ aus fotografiert haben, ändert sich ja die Aufnahmesituation nicht. Also die Brennweite ist identisch, der Aufnahmeausschnitt ist identisch und deswegen können alle 12 Bilder einfach stur übereinander gelegt werden. Wir haben jetzt hier dieses Smart-Objekt erstellt. Das Smart-Objekt enthält also alle 11 Fotos, die wir jetzt da reingeladen haben. Und wenn wir jetzt auf Ebene gehen, Smart-Objekte, Stapelmodus und Median, ihr seht ja hier noch ein ganz feines Rauschen und durch dieses Median werden jetzt echte Pixel, also echte Aufnahmepixel von Rauschfehlern abgezogen. Moment, andersrum. Rauschfehler werden von den echten Pixel abgezogen. Das heißt, am Ende habt ihr also ein butterweiches Bild, was wirklich nur aus oder größtenteils aus echten Informationen entsteht. Das Rauschen ist also viel, viel geringer geworden, als wie es vorher noch war. Natürlich ist aber jetzt dafür hier der Himmel versaut. Wir haben jetzt also einmal den Himmelhintergrund, wie auch den Vordergrund mit der Natur. Wir ziehen uns das Bild jetzt mal hier rüber. Können dann das hier schließen, das brauchen wir nicht mehr. Dann richten wir das ungefähr so aus, dass es da ist, wo bei dem Himmelsbild ebenfalls der Vordergrund zu sehen war. Jetzt sehen wir schon, dass dieses Medianbild wesentlich dunkler ist als wie der Himmelshintergrund, den wir berechnet haben. Aber das stört uns nicht weiter. Wir legen uns jetzt hier erstmal eine Maske drauf, machen den Pinsel recht groß und schauen, dass wir hier bei Härte eine sehr, sehr weiche Kante haben. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier drüber malen, haben wir einen sehr weichen Übergang. Würden wir hier eine harte Kante wählen? Ich denke, der Unterschied ist klar zu sehen. Also wie gesagt, wir nehmen hier weich und dann malen wir erstmal hier drüber, dass der Hintergrund von dem schönen Himmel rauskommt, den wir haben wollen. Zwischendurch, wenn wir den Pinsel etwas kleiner machen, können wir dann etwas präziser malen. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu viel wegnehmen, weil sonst, seht ihr es schon, kommt ja wieder der Himmel durch, der so unscharf ist. Mit X kann man übrigens hier Vorder- und Hintergrundfarbe wählen, das heißt mit X malen wir jetzt also hier nochmal drüber und holen uns den feinen Vordergrund wieder, die feine Natur. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass der Übergang sehr, sehr, ja, ich sag mal, unscharf ausschaut oder unschön, weil der Vordergrund ja viel dunkler war als der Hintergrund. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, Bild,
Korrekturen Helligkeit, Kontrast und können dann hier mal die Helligkeit etwas anheben, um halt hier diese Kante rauszubekommen. Eventuell müsste man noch mit dem Kontrast ein bisschen spielen. Aber ich glaube, so passt das schon ganz gut. Jawohl. Jetzt haben wir Vordergrund und Hintergrund natürlich immer noch auf zwei verschiedenen Ebenen. Mit Steuerung Alt Shift E erstellen wir eine neue Ebene, die halt die beiden Ebenen enthält. Das heißt, wir haben jetzt eine Ebene, auf der wir arbeiten können und gehen jetzt über Filter, Kamera, RAW Filter noch einmal in die Filteroption hinein. Und jetzt machen wir quasi die Endentwicklung. Also jetzt kommt der letzte Schritt, wo wir das Bild quasi finalisieren. Wir holen also über Struktur, könnte man natürlich noch etwas mehr Stern rausholen. Ihr seht, gehe ich da in den negativen Bereich, wird der Himmel sehr weich. Gehe ich in den positiven Bereich, wird alles etwas schärfer gezeichnet. Hier aber natürlich nicht übertreiben, weil dann ansonsten ist es überzeichnet. Also das sieht dann nicht mehr gut aus. Hier sieht man das vor allen Dingen sehr stark. Deswegen immer sachte mit den Reglern umgehen. So vielleicht. Über Klarheit und Dunst entfernen können wir dann auch noch mal etwas Feintuning betreiben. Über Dynamik und Farbtonsättigung passen wir die Farben noch mal etwas an. Ich sehe gerade, der Weißabgleich scheint etwas minimal daneben gelegen zu haben. Hier wäre jetzt natürlich Weißabgleich gut gewesen, aber das funktioniert hier nicht so wirklich. Im Gegenteil, der geht dann zu sehr ins Grüne rein. Ich mag das eher, wenn das so ein bisschen blau-rötlich ausschaut. Aber so sieht das schon sehr hervorragend aus. Das Rauschen an sich ist schon perfekt. Wir können halt immer noch hingehen und hier vielleicht etwas entrauschen. Dadurch nehmen wir auch wieder etwas Schärfe raus von der Feinzeichnung, die wir gerade vorgenommen haben. Aber ansonsten ist das ein wirklich tolles Bild geworden. Und wir können halt nochmal schauen. Ansicht, ganzes Bild. Wir können halt nochmal ein Original anschauen. Dafür muss ich kurz nochmal hier rein. Das war ja das Bild, was falsch war. Also nehmen wir lieber erstmal das Bild hier. So sah es im Original aus. Okay, also was heißt im Original, beziehungsweise wir hatten es ja hier schon entwickelt, aber so war halt das Original. Und so schaut dann das fertige Ergebnis aus. Man kann halt mal schauen, wenn ich jetzt hier mal etwas reinzoome, dass es hier relativ grisselt und etwas unscharf ist. Das ist hier schon wesentlich besser geworden und vor allen Dingen, man kann halt an den Details noch viel mehr herauskitzeln, man kann wesentlich schöner mit den Farben arbeiten. Ein Problem halt ist dabei, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, wir haben ja mit Offenblende fotografiert, das heißt, wir haben an den Rändern definitiv Unschärfe. Hätte ich da abgeblendet auf F4 oder F5,6, hätte man das etwas reduzieren können. Ich wollte halt so einfach wie möglich machen, damit es halt für jeden nachzumachen ist. Was man jetzt hier auch noch sieht, sind halt diese Strichspuren. Die lassen sich aber wunderbar rausretuschieren. Da sieht man mal, wie viel am Himmel los ist auf Nacht. Die ganzen Satelliten und alles. Hier war noch was. Und dadurch, dass wir jetzt die Bilder natürlich alle addiert haben, haben wir natürlich viele lange Strichspuren auch dabei von den ganzen Flugzeugen und Satelliten, die halt während der Zeit durchs Bild geflogen sind. Vor allen Dingen sowas hier. Das hätte man bei einem Einzelbild vermutlich gar nicht wahrgenommen oder nur als minimalen kleinen Strich. Aber
wenn man halt solche Serien miteinander vergleicht, dann springt das natürlich sehr ins Auge. Aber wie gesagt, das lässt sich sehr schnell korrigieren. Und das war es auch schon. Wie gesagt, das war jetzt die Verrechnungsmethode Add. Gerne können wir nochmal hingehen und die Verrechnungsmethode Median machen. Dafür brauchen wir nochmal Fitzwerk. Gehen wieder auf Datei, Stapelbearbeitung. Allerdings, genau das eine Bild hatten wir schon gelöscht. Also Datei, Stapelbearbeitung, gehen hier zurück. Das erste Bild ist ja nicht mehr da. Also wählen wir jetzt hier mal die 3247 aus. Und als fertiges Bild nehmen wir auch die 3247, damit wir das alte Bild nicht überschreiben. Nur als Verrechnungsmethode nehmen wir jetzt nicht Add, sondern nehmen wir mal Sigma. Sigma ergibt auch immer schöne Ergebnisse. So, wieder die gleiche Prozedur. Das heißt, wir markieren uns 3, 4, 5, 6, 7 Sterne, je nachdem, wie viele ihr selber im Nachhinein die ersten Male kontrollieren wollt. Ich nehme in der Regel so immer 5 bis 7. Kommt halt auch darauf an, wie viele Fotos man erstellt hat, weil umso größer die Fotoserie ist, umso komplexer wird nachher das Korrigieren für Fitzwerk und auch umso zeitaufwendiger. Und wenn man so 3, 4, 5 Sterne miteinander vergleicht bei großen Serien, geht das halt wesentlich einfacher, als wenn man da jetzt auch so wie hier 7, 8 oder sogar noch mehr Sterne vergleicht, weil das verlängert natürlich den ganzen Prozess. Wichtig ist auch, dass ihr hier immer hingeht und das Bild schon mal so ein bisschen an die Seite schiebt, weil das nächste Bild, was jetzt aufgemacht wird, ploppt dann hier auf und dann könnt ihr schon direkt miteinander vergleichen. Aber das sieht schon super aus, nachdem wir das erste Bild da rausgeworfen haben, was sich da reingeschummelt hatte. Ja, die Markierungen passen alle. Gehen wir einfach mal auf OK weiter. Und jetzt brauchen wir eigentlich hier kaum noch drauf zu achten, sondern nur noch hier, ob die Kästchen alle gleichmäßig in die gleiche Richtung springen. Das tun sie nicht, weil der hier oben ist nach links unten gesprungen. Ich weiß, das ist jetzt natürlich schwer zu erkennen im Nachhinein, aber ich habe es halt gesehen. Das müsste eher da unten hin. Aber die restlichen Sterne passen. Gehen wir mal auf Weiter. Mal schauen, ob das jetzt nochmal in die falsche Richtung springt. Na, jetzt hat es gepasst. Okay. Das war's. Jetzt können wir die alle wieder durchlaufen lassen, ohne großartige Kontrolle, beziehungsweise natürlich strenge Kontrolle. Aber wir selber brauchen manuell erstmal nicht mehr einzugreifen, solange es keine Probleme gibt. Jetzt meldet sich aber Fitzwerk schon direkt wieder, weil es ein Problem festgestellt hat. Ich erkenne es aber nicht, weil alle Markierungen sitzen. Okay, das passt. Also hin und wieder kommen auch falsche Meldungen. Ich denke mal, es könnte daran sein, dass eins dieser Flugzeuge durch eine Markierung durchgeflogen ist, wodurch sich natürlich der Inhalt dieser Markierung geändert hat. Und deswegen hat Fitzwerk sich halt gemeldet und Alarm geschlagen. Und jetzt seht ihr hier oben schon, es sind zwar alle Bilder durchgelaufen, aber jetzt beginnt dieser Verrechnungsprozess. So, ihr habt es gerade schon gesehen, dass das Bild wird also wesentlich weicher gezeichnet jetzt. Wir sind gerade erstmal bei 20%. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal durchlaufen und dann schauen wir uns gleich mal das Ergebnis an. So, 99%. Jetzt sind wir also fast fertig. Das ist also das Ergebnis, was bei Sigma rauskommen würde. Und ihr seht, das Ganze ist schon etwas weicher gezeichnet. Ich speichere das auch mal kurz, ebenfalls unter TIFF, damit wir uns das mal in Photoshop aufmachen können. Das hier können wir schließen, das brauchen wir nicht mehr. Jetzt holen wir uns das Ergebnis hier raus. Das war das 47er. Moment, das hier war das Original. Genau das können wir mal schließen. Das brauchen wir hier nicht mehr. Und jetzt könnten wir zum Beispiel hingehen, das hier einfach mal drüber legen.
Das ist jetzt natürlich noch nicht fertig bearbeitet, es geht sich einfach nur um den Sternenhimmel. Und ihr seht, das Ganze ist wesentlich weicher. Ich versuche mal das genau übereinander zu legen, dass es ziemlich genau passt. Das dürfte ungefähr so stimmen. Weil dann können wir nämlich mal etwas reinzoomen in den Bereich hier. Zum Beispiel hier jetzt. Dann schauen wir einfach mal, das ist jetzt das Ergebnis bei Sigma. Das Ergebnis ich muss sagen, das Ergebnis ist tatsächlich sehr ähnlich. Gut, ihr seht jetzt natürlich hier die Farbabweichung, das liegt einfach daran, weil wir bei dem einen Bild nochmal nachbearbeitet hatten. Wir können aber auch hingehen und einfach mal das Bild ausblenden. Dann legen wir uns das da drüber. Ich glaube, das hier war der Vordergrund. Genau. Weil auch hier haben wir natürlich das Problem, dass der Vordergrund auch bei der Sigma-Methode natürlich verschwommen ist. Das heißt, auch hier müssen wir dann hingehen und uns den anderen Vordergrund dazu holen. Allerdings ist das Ergebnis bei Sigma wesentlich heller, als es vorhin noch bei dieser Add-Methode war. Das heißt, wir müssen den Vordergrund hier noch mal etwas mehr aufhellen. Korrekturen, Helligkeit, Kontrast. Gehen wir also noch etwas höher. Das ist also schon sehr, sehr hell. So dürfte das Ganze passen. Dann erstellen wir uns auch daraus mit Alt, Shift, Steuerung, E eine neue Ebene. Werden auch diese jetzt nochmal so bearbeiten, wie es uns ganz gut gefällt. Die Belichtung nehme ich hier jetzt wieder etwas raus, weil es ist schon sehr, sehr hell. Den Kontrast können wir auch etwas anheben. Also ihr seht, von der Bearbeitungsweise her muss man jetzt hier schon völlig anders reagieren, als man es vorher noch bei der Add-Methode gemacht hat. Aber wir schauen einfach mal, was jetzt hier rauskommt. Auch hier gehen wir mit dem Weißabgleich etwas ins Blaue und mehr ins Rötliche. Bei Detail gehen wir auch hier hin, nehmen etwas das Rauschen raus. Okay, das gefällt mir jetzt ganz gut. So, und das wäre jetzt das fertige Ergebnis bei der Sigma-Methode. Das wäre das fertige Ergebnis bei der Add-Methode. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf die Milchstraße schaut, es waren ja zweimal die identische Fotoreihe, die wir da miteinander verglichen haben. Gut, ein Foto haben wir nachher rausgenommen, aber das hat sich jetzt hier drauf nicht ausgewirkt. Aber achtet mal hier auf den Verlauf der Milchstraße. Das ist jetzt das Sigma-Bild und die Milchstraße. Und jetzt schalte ich das Add-Ergebnis ein. Moment. Seht ihr das? Also bei der Add-Methode wurde das Ganze etwas mehr gekroppt und auch die Verzerrung ist wesentlich stärker als wie bei der Sigma-Methode. Und das war das, was ich vorhin meinte. Bei der Sigma-Methode kommen halt oftmals etwas schönere Ergebnisse raus. Aber sehen lassen können sich beide Ergebnisse. Wobei ich fast sagen würde, bei der Add-Methode gefällt es mir minimal besser, weil die Milchstraße, der Kern, der ist halt etwas ausgeprägter und scheint auch etwas detailreicher zu sein. Kann aber auch sein, dass das täuscht. Also ich möchte mich da jetzt nicht drauf festlegen. Ja, bei der Sigma-Methode ist halt der Vordergrund sehr, sehr hell geworden, beziehungsweise ich hätte vielleicht nicht ganz so viel aufhellen müssen. Man kann natürlich auch jetzt hier hingehen und über das Nachbelichterwerkzeug das Ganze noch mal etwas dunkler machen. Dass es halt nicht ganz so extrem ins Auge fällt. Und hier ist halt wichtig, dass ihr sachte vorgeht, das heißt hier nicht zu große Werte einstellen. 10 ist schon ganz gut. Und das waren jetzt die beiden Ergebnisse bei Fitzwerk, einmal Add, einmal Sigma. Man kann jetzt natürlich auch hingehen und das Ganze nochmal im DSS miteinander verrechnen lassen, also im Deep Sky Stacker. Ich starte den mal kurz. So,
Das ist der Deep Sky Stacker. Hier gehen wir einfach mal auf Lightframes öffnen und wählen auch hier unsere Testfotos aus. Das sind diese 11 Stück. Wählen alle aus und gehen auf ausgewählte Bilder stacken. Jetzt können wir hier verschiedene Verrechnungsmethoden einstellen. Ich nehme halt hier fast immer den Standard. Wenn man jetzt zum Beispiel Galaxien fotografiert oder Nebel oder sowas, dann machen die Einstellungen da einen großen Unterschied aus. Bei normalen Landschaftsaufnahmen habe ich da jetzt noch nicht so viele Unterschiede gesehen. Man sieht hier auch, man könnte auch noch Darks und Flats erstellen. Macht Sinn, wenn man mit kleinen Sensoren arbeitet. Ich habe jetzt eine Vollformatkamera, deswegen braucht sich das nicht. Mit Dark Frames und Flats könnte man Sensorfehler korrigieren, also tote Pixel, wie auch das Bildrauschen noch weiter reduzieren. Das werde ich gerne in einem anderen Video noch mal genauer erklären, aber wir wollen jetzt hier einfach mal schauen, was hier als Ergebnis rauskommt. Empfohlene Einstellungen, bla 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 bla, das passt alles. Verwenden Sie die Median-Kombinationsmethode. Das nehmen wir. Das sind also die Empfehlungen, die uns DSS macht anhand der Fotos, die wir haben. Das passt alles soweit. Kein Offset, kein Dark, kein Flat. Gesamtbelichtungszeit waren 2 Minuten 45 Sekunden. Und jetzt lassen wir das Ganze mal rechnen. Und zwar geht jetzt DSS, also der Deep Sky Stacker, hin und analysiert das Bild anhand von Sternen, die zu erkennen sind. Ihr merkt, DSS ist sehr rechenintensiv, also da jault gleich mein PC auf, obwohl der jetzt wirklich sehr leistungsstark ist. Aber ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt erstmal durchlaufen und schauen halt mal, was da als Ergebnis rauskommt. So, wir sind jetzt beim letzten Bild aus der Serie. Und der ganze Prozess hat jetzt ungefähr so, ja, ich sag mal, 5 bis 6 Minuten ungefähr gedauert. Das wurde ja auch die ganze Zeit unten angezeigt. Und daran erkennt man einfach, wie es der Name schon sagt, Deep Sky Stacker. Das Programm ist also nicht nur rechenintensiver, sondern liefert in der Regel auch wesentlich präzisere Ergebnisse, wenn es halt darum geht, Deep Sky-Objekte aufzunehmen, also halt Galaxien oder eben Nebel und so weiter. Und das ist ein wirklich wahnsinnig gutes und umfangreiches Programm, aber es ist halt für das, was wir jetzt gerade machen, Landschaft mit Sternenhimmel, schon fast etwas zu komplex, zu mächtig, sage ich mal. Das Ergebnis, was daraus kommt, ist auch durchaus sehbar natürlich. Das sehen wir uns jetzt gleich mal an. Jetzt wird das Bild hier aufgeladen, ja doch nach und nach aufgeladen. Und das ist unser Bild. Das speichern wir uns jetzt auch mal in unseren Testordner rein. Nennen das DSS 3274, damit wir auch wissen, worauf das Bild basiert. Und auch das können wir uns jetzt mal in Photoshop anschauen. So, dann machen wir halt das DSS 3274 auch mal in Photoshop auf. Und ihr seht, es ist ein recht dunkles Bild, was aber so gut wie kein Bildrauschen mehr enthält. Und auch von den Farben her ist es wirklich, wirklich sehr, sehr schön geworden. Man sieht hier jetzt diese Versatzkante, also wie die Bilder zueinander verdreht werden mussten, damit es halt als Gesamtbild passt. Ich würde sagen, wir holen uns auch hier mal den Vordergrund aus dem anderen Bild dazu. Ich hoffe, dass wir den jetzt noch offen haben. Genau, das war der hier. Den packen wir uns jetzt mal hier rein. Der ist jetzt natürlich viel zu hell und passt auch nicht mehr zu dem restlichen Bild da. Hier sieht man übrigens, dass die Maske sehr unsauber war und auch hier die harte Kante. Das ist bei dem Bild hier gar nicht aufgefallen. Bei beiden nicht. Hier bei DSS sieht man es sofort, weil es halt wesentlich heller ist.
Aber wir dunkeln uns das jetzt hier nochmal etwas ab. Helligkeit, Kontrast. Gehen also genau den anderen Weg. Müssen schon fast extremst abdunkeln. So passt das eigentlich ganz gut. Machen uns auch daraus ein einziges neues Bild. Gut, ich hätte jetzt hier oben die Maske noch korrigieren können, aber ihr seht, dass das fällt überhaupt nicht auf, genauso wie hier auch. Man kann aber natürlich hingehen und das hier dann noch alles schön sauber bearbeiten. Aber ich möchte einfach mal schauen, was jetzt hier das fertige Ergebnis wäre, wenn wir auch hier nochmal das abschließende Entwickeln vornehmen. Und ihr seht, auch das sieht einfach toll aus. Wäre ganz gut gewesen, wenn ich mir vorhin hier die Bilder benannt hätte, aber ich weiß ja noch anhand der Milchstraße, welches was war. Und zwar war das hier das Sigma-Ergebnis, das hier das Add-Ergebnis aus Fitzwerk. Nehmen wir uns die beiden Bilder halt auch mal hier rüber. Wichtig ist jetzt hier natürlich, dass man bei dem Ergebnis hier nochmal beschneiden müsste, um den schwarzen Rand zu entfernen. Aber ich wollte halt einfach mal schauen, was jetzt schöner ausschaut. Und ich meine, ihr seht es ja. Das andere haben wir jetzt in der Originalgröße belassen. Aber von den Ergebnissen her sind alle Ergebnisse mega zufriedenstellend und alle schauen definitiv auch besser aus als wie eine normale Einzelbildaufnahme. Und genau darum geht es ja, einfach zu schauen, was kann man an Maximum herauskitzeln aus der Kamera. Wie gesagt, das DSS-Ergebnis überzeugt mich jetzt auch total, sieht wirklich super aus. Genauso wie die Sigma-Methode von Fitzwerk, aber auch die Add-Methode. Also es ist einfach Spielerei, ihr müsst halt einfach so ein bisschen mit den Programmen beschäftigen und dann halt schauen, was euch am zufriedensten stimmt. Wichtig ist jetzt nur, wenn ihr jetzt eine Bilderreihe fertiggestellt habt und ihr sagt jetzt, okay, ich würde ja eigentlich auch noch mal gerne die nächste Fotoreihe entwickeln, zum Beispiel das hier mit der kleinen Kapelle, dann könnt ihr diese Fotos jetzt natürlich genauso wieder in Photoshop öffnen und bearbeiten. Aber wenn ihr die speichert, speichert die entweder in einen anderen Ordner, in einen Unterordner oder aber löscht diese Bilder hier raus, weil sonst kommt ihr später, wenn ihr die Bilder miteinander verrechnen lassen wollt, einfach durcheinander. Denn Fitzwerk wird sich einfach alle Bilder nehmen, die hier drin sind und versucht dann aus zwei verschiedenen Aufnahmesituationen ein Gesamtbild zu erstellen. Das hatten wir ja vorhin auch, als wir das eine Bild falsch in dieser Fotoreihe drin hatte. Das konnte aber dann gut herausgerechnet werden, weil halt 11 andere Bilder dabei waren, die andere Informationen geliefert haben. Das eine Bild wurde also quasi komplett wieder rausgerechnet. Aber wenn ihr jetzt hiervon 10 Bilder habt und auch mal 10 Bilder mit der Kapelle, dann bekommt ihr ein komplettes Mischmaschbild daraus. Hier diese Daten, die jetzt hier entstanden sind, das ist übrigens alles vom Deep Sky Stacker. Da sind also Informationen drin enthalten. Ja, schaut es euch einfach an. Das alles hat der Deep Sky Stacker aus den Bildern heraus berechnet, um dann zu erkennen, wie die Bilder miteinander verrechnet werden müssen, damit der Sternenhimmel übereinander passt. Und das war halt die Erklärung von Fitzwerk und von Deep Sky Stacker. Gerne zeige ich euch nochmal in einem Schnelldurchlauf, wie das Ganze aussehen würde mit den Bildern der Kapelle. Ich lasse jetzt hier mal die ersten zwei Bilder raus, damit wir nicht da das gleiche Problem bekommen wie bei der letzten Serie. Wir hätten also jetzt hier 8 Bilder, die wir miteinander verrechnen können. Die ersten zwei könnten falsch sein, die letzten zwei könnten falsch sein. Natürlich kann man sich die auch alle anschauen und über die EXIF-Daten miteinander vergleichen, beziehungsweise das zeige ich euch auch mal. Ich nehme jetzt einfach mal alle Bilder, öffne die in Photoshop und die werden ja dann in Adobe Camera Raw geöffnet. Und wie ich vorhin sagte, hier seht ihr ja die Aufnahmedaten. Und jetzt kann ich natürlich diese erstmal miteinander vergleichen. Und wenn ich alle Bilder nacheinander langsam durchklicke, dann sehe ich erstens, ändert sich hier oben was
Oder zweitens, hier in dem Bild sind natürlich viel mehr Details drin. Das heißt, wenn jetzt der Kirchturm auf einmal nach rechts springt oder nach links, dann weiß ich, dass sich hier die Aufnahmesituation geändert hat. Aber dem ist nicht so. Das heißt, wir können hier hingehen und einfach das Bild ganz normal entwickeln. Wie gesagt, ich mache das jetzt mal in einem Schnelldurchlauf, damit ihr auch hier mal ein Ergebnis zu sehen bekommt, was da halt möglich wäre. Und ja, ich mache das einfach mal. Um Gottes Willen, schaut euch mal an, wie viele Satelliten und Flugzeuge allein auf dem einen Bild sind. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flugzeuge. Okay, aber jetzt zum Schnelldurchlauf. Das ist also das Ergebnis aus der Sigma-Berechnungsmethode. Und ihr seht, wir haben jetzt hier natürlich die Schwierigkeit, der Vordergrund ist ebenfalls verschwommen, aber wir haben jetzt nicht einfach nur hier unten eine Kante, die wir freistellen müssen, sondern eben an der Seite hier diesen Baum, die Kante, den kleinen Turm dieser Kapelle, hier wieder ein Baum, dann hier den Horizont, nochmal ein Baum. Und auch dafür gehen wir dann wieder hin. Gehen auf Skripten, Dateien in Stapel laden, holen uns diese 12 Bilder, die wir jetzt da verrechnet haben, in den Stapel rein und erstellen auch daraus wieder direkt ein Smart-Objekt. Das Ganze dauert jetzt wieder ein paar Sekunden. Bei 12 Bildern geht es eigentlich noch recht schnell, wenn man da eine große komplexe Serie hat. Zum Beispiel kann man ja auch so Strichspuren, also Sternspuren generieren. Und dafür braucht es natürlich eine große Anzahl von Bildern. Ich zeige euch das mal kurz. Also wir haben ja jetzt hier diesen Stapel erstellt. Den kopiere ich mir mal, blende den aus. Wenn wir jetzt so Stern-Strichspuren machen wollen, gehen wir auf Ebene, Smart-Objekte, Stapelmodus Maximum. Das heißt, wir nehmen jetzt alle Helligkeitssignale, die in jedem einzelnen Bild kommen und verrechnen die zusammen. Und dann bekommt man so Sternstrichspuren. Das sieht jetzt bei 12 Bildern natürlich sehr mager aus, aber wenn man jetzt beispielsweise 100 Bilder erstellt hat, dann hätte man hier richtig schöne lange Sternspuren und dann dauert das Berechnen dieses Smart-Objekts natürlich wesentlich länger, beziehungsweise das Berechnen der Verrechnungsmethode. Aber das war jetzt nur mal zur Demonstration, wie man auch so Strichspuren hier erstellen könnte. Wir möchten natürlich einfach nur auf Ebene Smart-Objekte Stapelmodus Median, denn wir möchten ja, dass der Vordergrund nicht verdreht wird, sondern dass einfach das Bildrauschen minimiert wird, weshalb wir halt die Berechnungsmethode Median nehmen, die halt aus allen vorhandenen Fotos die echten Bildsignale herausrechnet. Das legen wir uns jetzt hier über das gesteckte Himmelshintergrundergebnis. Also das sind so schwere Wörter teilweise. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich mich nicht ständig verhaspel.
Und auch hier haben wir jetzt natürlich den Fall, dass der Vordergrund wesentlich dunkler ist als wie der Hintergrund. Aber wir gehen trotzdem erstmal hin, machen uns hier eine Maske drauf und schneiden das Ganze aus. Jetzt wollte ich mit Weiß auf einer weißen Maske malen. Das geht natürlich nicht. Mit X einmal drehen. Das heißt, wir holen uns jetzt hier erstmal den kompletten Hintergrund. Hier müssen wir den Pinsel etwas kleiner machen, damit wir hier unten die Kante auch noch bekommen. Und jetzt drücken wir nochmal X und malen halt über die Bereiche, wo wir wissen, das ist verschwommen. Dort möchten wir lieber den Median-Vordergrund haben, den wir gerade berechnet haben. Das ist jetzt hier, dann zum Beispiel hier an der Kante von dieser kleinen Kapelle, an dem Turm, wie auch an dem Baum hier. Und nicht erschrecken, dass da jetzt so eine, ja, ich sag mal, harte Kante zu sehen ist von dem Übergang. Das kriegen wir natürlich weg, wenn wir gleich hingehen und den Vordergrund einfach dementsprechend aufhellen. Über Bild, Korrekturen, Helligkeit, Kontrast. Das Bild einfach entsprechend anheben. Eventuell Kontrast raus oder rein. Ich muss etwas so versetzt gucken. Das sieht in der Kamera wahrscheinlich ziemlich bekloppt aus, aber ich habe hier drei Monitore und arbeite gerade auf dem linken. Ich glaube, so passt es ganz gut. Die Maske müssen wir hier vielleicht noch mal kurz nachbearbeiten. So, jawohl. Dann erstellen wir uns daraus wieder ein Gesamtbild mit Steuerung Alt Shift E. Und dieses Bild können wir dann wieder in Kamera Raw dem letzten Feinschliff unterziehen. So, und das war's. Fertig ist auch das zweite Bild. Die ganze Bearbeitung hat jetzt ungefähr vielleicht 10 Minuten gedauert, wobei alleine dieser Verrechnungsprozess in Fitzwerk schon ungefähr 5 Minuten gedauert hat. Also ihr merkt, das geht wahnsinnig schnell. Und auch hier hole ich gerne noch mal ein Originalbild dazu. Das war jetzt diese Kapelle hier. Einfach mal, um zu zeigen, lohnt es sich überhaupt, sich diese Arbeit anzutun oder nicht. Die Entwicklungseinstellungen habe ich genauso gelassen, wie wir die Bilder vorhin entwickelt haben. Natürlich wurde da jetzt nochmal beim fertigen Bild nachentwickelt, aber nur, dass ihr einmal seht. So hätte ein Einzelbild ausgesehen, was auch schon wirklich, wirklich eine ordentliche Qualität hat. Und so schaut das fertige Bild aus. Man sieht hier, wie gesagt, diese Kanten, aber ich muss sagen, solche schwierigen Umstände wie jetzt zum Beispiel hier den Baum an der Seite und einen Turm von einer Kapelle und nochmal einen Baum mit feinen Verästelungen, das kommt eher in seltenen Aufnahmensituationen vor, beziehungsweise könnt ihr das natürlich selber beeinflussen. Aber wie gesagt, der Unterschied ist brutal. Und was bei der Sigma-Methode auch wirklich mega geil ist, ist, ihr seht ja hier die ganzen Spuren von Flugzeugen, Satelliten und so weiter. Und bei der Sigma-Methode wird das eben automatisch rausgerechnet. Ganz einfach, weil die Objekte sich ja bewegen und die sind auf jedem Bild an einem anderen Ort und somit unterliegen die halt nicht dieser Rechnungskontrolle, die bei den restlichen Bildern stattgefunden hat. Und somit werden die automatisch subtrahiert. Das ist also sehr angenehm und man spart sich nachher diese Retuschiererei. So, anhand dieser zwei Fotoserien habe ich euch jetzt gezeigt, wie man die Bilder stacken kann. Ob ihr euch diese Mühe machen möchtet oder nicht, müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich finde, es macht einen gewaltigen Unterschied aus. Selbst bei einer Vollformatkamera, wie es in meinem Fall, noch eher aber sogar bei Kameras mit kleineren Sensoren, also Micro Four Thirds oder vielleicht sogar noch kleineren Sensoren. Ich hatte es in dem Anfangsfilm schon gesagt, selbst bei
Smartphones wird das mittlerweile eingesetzt, egal ob es jetzt Apple ist oder Huawei oder Samsung oder wer auch immer. Wenn es um Nachtfotografie geht, ist es fast immer so, dass die Kamera mehrere Bilder erstellt und die dann intern verrechnet. Und genau diese Art dieser Verrechnungsmethode habe ich euch jetzt hier einmal demonstriert mit den beiden Programmen FitzWork und Deep Sky Stacker. Beide Programme sind übrigens kostenlos. Die Hauptbearbeitung habe ich jetzt hier in Photoshop gemacht, aber dafür gibt es natürlich auch zahlreiche Alternativen. Und ihr könnt da selber entscheiden, welches ihr nehmt. Es gibt da auch zum Beispiel das kostenlose. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. GIMP. GIMP ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm mit Open Source, also mit offenem Quellcode. Das heißt, jeder kann daran weiterentwickeln. Da gibt es also auch zahlreiche, die sich darum bemühen, das Programm immer besser zu machen. Und auch damit könnt ihr fantastische Bildbearbeitung machen. Ich habe es halt in Photoshop gezeigt, weil ich halt Photoshop hier zur Verfügung habe. Aber wichtiger ist halt, dass ihr diesen Hintergrundprozess versteht. Warum stackt man? Warum muss ich nach dem Stacken nochmal den Vordergrund separat bearbeiten quasi? Wie ersetze ich dann oder wie setze ich zwei Bilder, Hintergrund und Vordergrund, zusammen über eine Maske? Und das war halt wichtig, dass ihr das einmal gesehen habt und auch hoffentlich verstanden habt. Und wie gesagt, ob ihr diesen Prozess jetzt für euch machen möchtet oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Ich bin ganz ehrlich, bei Nachtaufnahmen mit der Vollformat mache ich es tatsächlich selten. Ich habe es früher, als ich mit der FZ150 fotografiert habe oder mit der FZ50 oder auch mit meiner Panasonic G81 zum Beispiel, da habe ich gerne gesteckt, weil man einfach danach diesen Qualitätssprung richtig gesehen hat. Bei Vollformat sieht man diesen Qualitätssprung jetzt nicht mehr so sehr, zumal meine Bilder meistens auf Instagram landen oder auf Facebook. Und da bei dieser minimalen Ausgabegröße sieht man diese Unterschiede bei Vollformat kaum. Bei kleineren Sensoren, ich meine, wer zum Beispiel schon mal mit einer kleinen FZ150 nachts draußen fotografiert hat, der weiß wirklich, was es heißt, Bildrauschen auf dem Foto zu haben. Das ist also sehr, sehr stark und da macht das Stacken absolut Sinn. Wie gesagt, ich wollte euch diese beiden Methoden mal vorstellen. FitzWork, DSS, beziehungsweise das ganze Prozedere. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video, auch wenn es etwas länger gedauert hat. Aber es waren halt viele Informationen, die ich euch da mitteilen wollte. Hier habt ihr jetzt gelernt Landschaften mit Sternenhimmel. Das gleiche werde ich auch nochmal machen mit Mondfotografien. Dafür gibt es nochmal ein Video dann. Und auch, ich habe vor, Andromeda oder Orion zu fotografieren. Das sind zwei recht einfache Objekte, die auch gut am Nachthimmel für Anfänger leicht zu finden sind. Und vor allen Dingen sind die riesig groß. Das heißt, man braucht da jetzt nicht unbedingt mega teure Komponenten, um die aufnehmen zu können. Aber wie gesagt, das folgt dann in späteren Videos und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei und werdet euch auch diese Videos dann ansehen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Über ein Like würde ich mich sehr freuen und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich denke und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.